Geht dir die Luft aus, Dev? Oh, wo kommst du denn her? Los ging es bei der Uni, dann durch Nightcliff, um die Spitze herum, runter durch die Gärten, die Esplanade entlang, und da bin ich. Was, glaubst du es nicht, weil ich nicht völlig fertig aussehe? Oh, oh, oh. Entschuldigung, alles in Ordnung? Ja, ja, ja. Du fährst ja, als wärst du auf der Flucht, Mann. Ja, Entschuldigung. Schon gut, ist ja nichts passiert. Nicht wirklich. Becklin, komm, wir müssen an Bord, Liebling. Oh, machst du hier Ferien? Naja, Hochseefischen. Mama hat einen Wettbewerb gewonnen. Becklin! Na dann, viel Spaß. Danke. Man sieht sich. Na klar doch. Alles in Ordnung, Kleine. Letzter Aufruf für die Passagiere der Inako. Wir sind soweit, Sir. Wir warten auf Swains Ersatzmann. Gibt's weitere Einzelheiten über den SOS-Ruf? Also laut Küstenwache sinkt sie nicht, aber sie ist manövrierunfähig. Das hier ist ihre Position. Wie lange brauchen wir dahin? Bei voller Geschwindigkeit 1,5 Stunden. Falls wir jemals losfahren. CEO Hammersley? Sir, ein Anruf für Sie. Navcom, Lieutenant Smith. Was gibt's, Daryl? Sir, es gibt ein Problem mit Ihrem Ersatzmann. Okay, erinnerst du dich noch an die Fahrradtour? Erst fährst du den Hügel rauf, dann erreichst du die Spitze und fährst auf der anderen Seite wieder runter, okay? Glaub mir, mit Radfahren hat das verdammt wenig zu tun. Die Wehen kommen im Abstand von 15 Minuten, also wird es noch eine Weile dauern. Ich habe ja gesagt, dass wir erst ins Krankenhaus müssen, wenn die Wehen alle 5 Minuten kommen. Ich weiß. Du darfst das hier nicht anlassen. Ist schon okay. Ja, Sir? Ja, wir sind gerade im Krankenhaus. Sally liegt bereits in den Wehen. Was? Ja, das verstehe ich, Sir, aber... Es ist kein anderer da? Ja, Sir. Ich habe verstanden, Sir. Mein Ersatzmann hat die Grippe. Ja, und? Naja, ein Schiff ist in Seenot und die Hammersley wurde zu Hilfe gerufen. Ich werde gebraucht, Liebling, das weißt du. Ohne Bootsführer können sie nicht fahren. Sieh mal, es sind 90 Minuten hin und 90 Minuten zurück. In 3 Stunden bin ich wieder bei dir, okay? Okay. Versprochen. Es tut mir leid. Heil dich. Ich liebe dich. Ich dich auch. Zum Zielort 23 Meilen. Versuchen Sie es nochmal, Alex. Pretty Lady, hier ist die australische Kriegsmarine auf UKW Kanal 16. Over. Wie geht's Ihnen, Swain? Gut, Sir. Ein wenig verärgert vielleicht. Ich kann verstehen, dass Sie die Navy im Moment nicht besonders mögen. Nein, Sir, ich liebe die Navy. Nur die Grippe hasse ich. Pretty Lady, hier ist die australische Kriegsmarine auf UKW Kanal 16. Over. Post für Sie, Sir. Kanal
Menschen absolut tödlich. Es ist klar und geruchlos und sehr schwer nachzuweisen. Das ist Dr. Morell und... Schauen Sie hin. Bei oraler Einnahme sind die Symptome zunächst Atemnot, gefolgt von Lähmungserscheinungen bis hin zum Erstickungstod. In 24 Stunden werden all diese Menschen tot in australischen Gewässern treiben. Verfolgen Sie die internationalen Nachrichtenmeldungen zur Bestätigung. Weitere Einzelheiten folgen. Ich verstehe nicht. Was soll das sein? Keine Ahnung. Es wurde anonym per Post geschickt. Meinen Sie, es könnte sich um einen Terroranschlag handeln? Sowas wie eine Massenvergiftung? Das sieht ganz danach aus. Ach. Ursula Morell. Was spielt sie für eine Rolle? Sie muss irgendwie darin verwickelt sein. Sie wollten mich sprechen, Sir? Roe, dieses Päckchen hier. Ist das mit der normalen Post gekommen? Nein, es wurde heute Morgen von einem Kurier abgegeben. Alles klar. Danke. 24 Stunden. Wäre es mit der Post gekommen, wären die Menschen auf dem Video bereits tot. Also gibt uns jemand die Möglichkeit, sie zu retten. Wir nähern uns dem Signal, Sir. Wir haben ein Schnellboot mit zwei Personen an Bord gesichtet. Verdammt froh, euch zu sehen. Was ist das Problem? Tja, unser Benzin ist alle. Ich dachte, wir wären mit vollem Tank losgefahren. Sie scherzen. Wir kommen den ganzen Weg hierher, weil Sie vergessen haben zu tanken? Geht Ihr Funkgerät nicht? Nein. Alles klar, wir helfen Ihnen. E.T., kümmern Sie sich bitte drum. Sir, Commander Marshall in der Leitung. Ich habe heute Morgen ein anonymes Päckchen bekommen. Darin war eine CD mit Informationen, die auf ein Sicherheitsrisiko schließen lassen. Sicherheitsrisiko? Wo denn? Ich bin nicht sicher. Ich glaube, dass Teile der Informationen von einer Website runtergeladen wurden. Außerdem beinhaltet das Video Bilder mehrerer Menschen mit einer Drohung, dass sie in 24 Stunden tot in australischen Gewässern treiben werden. Also getötet? Ja, Sir. Es wurde angedeutet, dass sie vergiftet werden. Auf dem anscheinend runtergeladenen Informationsmaterial wird Dr. Ursula Morell gezeigt, wie sie die Wirksamkeit eines tödlichen Giftes bestätigt. Das hängt doch bestimmt alles mit dieser Bright Island-Sache zusammen, oder? Ich denke, es könnte eine Warnung sein, Sir. Welchem Zweck sollte solch ein Video dienen? Werbung, Sir. Für das Gift. Wie kommen Sie darauf? Wenn die tödliche Wirkung des Giftes erstmal bewiesen wäre... Könnte es meistbietend verkauft werden. Ich halte das eher für einen schlechten Scherz. Vielleicht haben Sie recht. Aber trotzdem finde ich, dass die Bundespolizei diese Informationen erhalten sollte. Mike, okay, da es sich um eine vermeintliche Morddrohung handelt, werde ich die Information weiterleiten. Danke, Sir. Lieutenant, geben Sie mir die Fetch. Was ist das Problem? Gebt uns Benzin und die Sache ist erledigt. Mit Benzin ist es nicht getan. Was ihr braucht, ist eine neue Benzinpumpe. Habe ich dir nicht gesagt? Aber was weiß ich schon? Ich bin ja nur eine Frau. Sie sind hochschwanger. Wann ist es soweit? In ein paar Wochen. Sie sind aber mutig. Was machen Sie, wenn hier draußen die Wehen einsetzen? Ich sagte doch, dass es noch dauert. Sie haben scheinbar noch nie was von Frühgeburt gehört. Wo wollen Sie denn hin? Wir machen nur eine Spritztour mit dem Boot meines Vaters. Wie, und dann so weit hier draußen? Ex? Uns geht's gut, okay? Wir brauchen nur eine Benzinpumpe, um weiterzufahren. X-Ray 2, hier Charlie 2. Hier X-Ray 2, over. Es kam gerade eine Nachricht rein von der Northern Territory Police, dass das Schnellboot Pretty Lady heute Morgen als gestohlen gemeldet wurde. Woher hätte ich wissen sollen, dass es gestohlen wurde? Ich sagte doch, ich hab's mir von einem Kumpel geborgt. Nein, Sie sagten von Ihrem Vater. Mich interessiert viel mehr, wo Sie mit Ihrer hochschwangeren Freundin hin wollten. Nur ein bisschen rumfahren. Ihrem Gepäck nach zu urteilen, wollten Sie mehr als nur eine Spritztour machen. Wir nehmen Sie ins Schlepptau und fahren zurück zum Hafen. Die beiden sollen sich's gemütlich machen und Sie sagen Ihrer Frau, dass Sie nach Hause kamen. Aye, Sir, das tue ich sehr gerne. Ex? Ich habe Marshall von der CD erzählt. Er hält das Ganze für einen Scherz. Also, was haben Sie jetzt vor? Wenn wir im Hafen sind, rede ich selbst mit der Bundespolizei. Wehen kommen inzwischen alle 10 Minuten, Ro. Wow, dann hat sie es ja bald überstanden. Auf keinen Fall, Mann.
Nicht bevor ich da bin, um den kleinen Karl aufzufangen, und zwar erst in 90 Minuten. Hey, bevor du da weitermachst, warte mal, hier ist noch eine wichtige E-Mail für den Captain. Lass sie mich kurz ausdrucken. Danke. Bist du fertig? Ja. Ich hoffe sehr, dass Sie die CD mittlerweile erhalten haben. Sie müssen mir glauben, dass ich unfreiwillig an diesem Verbrechen beteiligt bin. Die Aufnahmen von mir stammen aus anderen Quellen. Ist das von Ursula? Lesen Sie weiter. Überprüfen Sie bitte den pathologischen Bericht über die letzten zwei Vergiftungen auf Bright Island. Dort sollte stehen, haben Sie eine Ahnung, was das heißt? Ich habe keine Ahnung, aber ich lasse es überprüfen. Glauben Sie mir, Leben sind in Gefahr, Ursula. Leiten Sie es weiter an NEVCOM? Ja. Jetzt müssen Sie uns glauben. Schwerer Fehler unterlaufen, den Sie sehr bereuen und nicht ungeschehen machen können? Ich hätte mich auch gewundert. Sie sind wirklich ein guter Kerl. Was machen Sie sich eigentlich zum Vorwurf? Wenn Sie es mir sagen, kann ich Ihnen vielleicht helfen. Hey, wie wär's mit einem netten Film? Oh, ihr würdet aber das Ende nicht mitkriegen. Wir werden schon bald zu Hause sein. Hey, alles in Ordnung? Ja, schon. Ich habe nur starke Rückenschmerzen. Was für Rückenschmerzen? Solche, die man hat, wenn man monatelang so einen Ballon mit sich rumträgt. Darf ich mir das mal ansehen? Sind Sie pervers? Nein, ich bin der zuständige Sanitäter. Nun, wo genau sitzt der Schmerz? Er sitzt gleich hier bei den Hüften. Was soll das werden? Ich sehe nach, ob es eine Wehe ist. Hey, Swain, schon was von Sally gehört? Ja, Mann, die wehen kaum alle 8 Minuten. Es geht ihr gut. Wer ist Sally? Meine Frau. Sagen Sie bloß nicht, dass Ihre Frau ein Kind bekommt. Doch, gerade in diesem Moment. Und was machen Sie dann hier? Er macht sich dünner. Dasselbe, was du tun wirst, wenn es soweit ist. Er kann nämlich kein Blut sehen. Habt ihr Hunger, Leute? Ja, allerdings. Was haltet ihr von Ricotta-Tart mit karamellisierten Zwiebeln? Haben Sie auch Fritten? Das ist doch nicht wahr. Oh, bitte. Ich hol meinen Sanitätskoffer. Bin gleich wieder da, okay? Sir, Federal Agent Greg Murphy. Agent Murphy, Lieutenant Commander Flynn. Ja, Mike, ich bin gerade bei NAVCOM mit Commander Marshall. Lieutenant Smith hat mir von Ihrer E-Mail berichtet. Schön, das zu hören. Also, wir konnten mittlerweile Ursula Morells Behauptung über die Vergiftung der letzten Todesfälle zweifellos bestätigen. Das heißt, dass Sie mit Ihrer Vermutung recht haben könnten, nun... Wann genau haben Sie die CD bekommen? Heute Morgen. Was heißt das, die Drohung, Menschen in unseren Hoheitsgewässern zu töten, noch heute wahrgemacht wird? Wir müssen das Schiff unbedingt finden. Nun, was meinen Sie, wo die Suche beginnen soll? Was schlagen Sie vor? Der Name des betroffenen Schiffes ist Inako. Es war auf dem Video zu sehen. Mike, wir werden mit Canberra und der Bundespolizei zusammenarbeiten. Wir halten Sie auf dem Laufenden, okay? Sir, haben Sie gerade gesagt, der Name des Schiffes sei Inako? Ja, so ist es, E.T. Ich glaube, ich kenne das Boot, Sir. Ich hab's heute Morgen gesehen. In 24 Stunden werden all diese Menschen tot in australischen Gewässern treiben. Verfolgen Sie die internationalen Nachrichtenmeldungen. Es lag im Hafen und es gingen gerade die restlichen Passagiere an Bord, stimmt's? Wir haben uns heute Morgen beim Joggen getroffen. Sind Sie hundertprozentig sicher, dass es die Inako war? Könnten Sie bitte noch mal ein Stück zurückspulen, Sir? Stopp, da! Der Skaterboy.
Also, NAVCOM kann die Chartergesellschaft der Inako nicht erreichen. Daher ist es unmöglich, ihren Kurs zu bestätigen. Okay, das ist unsere jetzige Situation. Ich kann mich leider nicht mehr an alle Highlights auf der Tour der Inako erinnern, aber eines davon war auf jeden Fall Soldier Point. Auf Melville Island. Fällt Ihnen vielleicht noch was ein, E.T.? Nein, tut mir leid, Ex. Nav? Alles in Ordnung? Wir müssen an Bord, Liebling. Man sieht sich. Port Essington. Ein weiterer Zwischenstopp war Port Essington. Ganz sicher? Ja. Super Gedächtnis. Okay, wir prüfen die Einzelheiten mit NAVCOM. Legen Sie den Kurs für das Nähere der beiden Ziele fest. Soldier Point. Ex, wir brechen die Abschleppaktion ab. Sagen Sie Buffer, er soll die Pretty Lady ankern lassen und geben Sie NAVCOM die Position durch, damit ein anderes Patrouillenschiff sich darum kümmert. Ja, Sir. Ich gehe runter und sage Swain. Sir. Buffer auf die Brücke. Swain? Wir fahren nicht nach Hause, richtig? Ein guter Bootsführer weiß immer, in welche Richtung sein Schiff steuert. Wir haben eine Notfallsituation. Ein Schiff ist in Gefahr und Menschenleben stehen auf dem Spiel. Tut mir leid. Das gehört wohl zum Job, Sir. Am besten schicken Sie gleich eine E-Mail. Ja. Hier spricht der Captain. Wir wurden von NAVCOM beauftragt, Zivilisten von einem Halverson-Cruiser zu bergen. Wir haben Grund zu der Annahme, dass sich die Passagiere... Wie geht es ihr? Sie ist kurz davor. Was ist denn los? Was soll das ganze Leben und Todgelaber? Wir haben etwas zu erledigen, aber Sie brauchen sich keine unnötigen Sorgen zu machen. Der CEO möchte Sie auf der Brücke sprechen. Ursula Morell, hä? Huh? Sie wird eine Menge Fragen beantworten müssen. Er denkt, dass sie nichts damit zu tun hat. Tja, nur, welcher Teil seines Körpers ist zu diesem Schluss gekommen? Nichts auf dem Radar, Sir. Sie sind definitiv nicht auf Soldier Point. Ich schlage vor, Steuerbord auf 010 zu gehen, um die zweite Position anzusteuern. Okay, Nerv, auf Steuerbord gehen. Kurs 010. Die Küstenwache hat einen Halverson gesichtet. Der liegt eine halbe Meile vor Port Essington. Geschätzte Ankunftszeit, Nerv? Eine Stunde, Sir. Volle Kraft voraus. Drehzahl 880. Drehzahl 880. Maschinenraum hier, Brücke. Volle Kraft voraus. Drehzahl bestätigen. Brückliche Offiziersmesse, wir haben ein Problem. Sie kam nach 8 Minuten. Danke, Ex. Bin gleich wieder da. Wie geht es ihr? Naja, ihre Fruchtblase ist geplatzt. Sie ist also in der Eröffnungsphase. Die Wehen kommen im Abstand von 8 Minuten. Swain, ich verstehe nur Bahnhof. Wie lange dauert es noch bis zur Geburt? Naja... Die ersten Wehen kommen frühestens 36 Stunden vorher, aber ich hoffe, dass wir bis dahin an Land sind. Und was, wenn nicht? Sir, ich bin kein Geburtshelfer. Da könnte eine Menge schiefgehen. Mir ist klar, dass es schwierig ist. Aber ich muss wissen, ob Sie das hinkriegen. Fragen Sie mich gerade, die Frage ist, trauen Sie sich das zu? Ja, Sir. Ich denke schon. Bei oraler Einnahme sind die Symptome zunächst Atemnot, gefolgt von Lähmungserscheinungen bis hin zum Erstickungstod. Schön. Dann wissen wir jetzt, dass das Gift flüssig ist. Also, wenn es flüssig ist, könnte es möglicherweise auch ein Gas sein. Ich würde dringend Atemschutzgeräte für das Enter-Team empfehlen. Auf jeden Fall. Sir, haben wir irgendeine Ahnung, wie die das Zeug einsetzen werden? Ich habe keinen Schimmer. Und das Ganze ist sicher kein Scherz. Dafür kann ich nicht garantieren, Buffer. Aber wir werden uns verhalten, als wäre es ernst gemeint. Ja, Sir. Soll ich Swain informieren? Oh, ich glaube, Swain hat gerade alle Hände voll zu tun. Sie sagt, dass sie wartet und dass sie sich wünscht, du würdest deinen nutzlosen Hintern so schnell wie möglich nach Hause bewegen. Also, was soll ich antworten? Naja, Mann, sag ihr, dass ich sie liebe, vermisse und mir wünsche, bei ihr zu sein. Ja. Jetzt fängt es an, richtig weh zu tun. Das ist doch logisch, Babe, bei dem, was du da rausdrückst. Nur halt deine Klappe! Sorry. Das hat er auch gesagt, als das Kondom geplatzt ist. Sie bekommt das Baby doch nicht an Bord, oder? Nein, mein Freund. Ich bin sicher, dass wir dann wieder im Hafen sein werden.
Dann verpisst du dich und lässt mich mit dem Baby sitzen. Oh. So viel zu Bali. Ihr wolltet nach Bali? Bist du noch zu retten? Mit dem Boot hättet ihr es niemals nach Bali geschafft. Wenn wir zurück sind, stecken sie ihn wieder ins Jugendgefängnis. Ich habe nichts Schlimmes getan. Nur ein paar Einbrüche und so kleinen Mist. Wie lange hattest du noch? 6 Monate. Plus, was sie mir aufbrummen werden, weil ich abgehauen bin. Ja, ich bin ein Idiot, ich weiß. Ich wollte so gern bei der Geburt dabei sein. Wir haben sie jetzt auf dem Radarschiff, Sir. Halvorsen Cruiser, 1000 Yards voraus. Roger, Neff, gehen Sie runter auf 14 Knoten. Aye, Sir, runter auf 14. Bestätige Sichtkontakt. Es ist die Inako. Inako, hier ist die australische Kriegsmarine. Wir rufen Sie auf UKW-Kanal 16. Over. Es scheint niemand an Deck zu sein, Sir. Das Schiff sieht verlassen aus. Inako, hier ist die australische Kriegsmarine. Wir rufen Sie auf UKW-Kanal 16. Over. Vielleicht sind Sie unter Deck. Das glaube ich nicht. Bleibt noch die Frage, warum Sie nicht auf den Funkspruch reagieren. Besatzung auf Enterstation X. Besatzung auf Enterstation, Besatzung auf Enterstation. Alle Luken schließen, Alarmbereitschaft. Es sieht aus wie ein Geisterschiff. E.T. Ja, was ist? Meinst du, wir könnten auf dem Schiff auf Tote stoßen? Woher soll ich wissen, worauf wir da stoßen werden? Geister vielleicht. Jetzt mal im Ernst. Laut Buffer sagt der Boss, es sieht aus wie ein Geisterschiff. So was hat der Boss gesagt? Es reicht jetzt, Chefo. Du musst ihn nicht ständig aufziehen, okay? Was immer uns da erwartet, lass mich dir einen guten Tipp geben. Ich sag's nur einmal, also hör gut zu, okay? Ja. Kotz bloß nicht in deiner Maske. Waffe! Haben Sie das Enterteam voll ausgerüstet? Aye, Sir. Atemschutzgeräte? Aye, Sir. Nehmen Sie den Gasdetektor mit. Wir müssen uns auf alles einstellen. Spider hat ihn, Sir. Chefo? Ja, Sir. Sie sind der zweite Sanitäter. Sie werden anstelle von Swain mitgehen. Ja, Sir. Beiboot am ersten Deck, Sir. Fertig, Sir. Beiboot zu Wasser lassen. Aye, Sir. Beiboot zu Wasser lassen. Vorsichtig. Alles sicher. Alles sicher. Entwarnung. Gasmasken ablegen. Charlie 2 hier, X-Ray 2. Es befindet sich kein Gas auf dem Schiff. Over. Roger. Was ist der erste Eindruck, X? Over. Es befindet sich keine Person an Deck. Den persönlichen Sachen nachzuurteilen, muss es sich um viele Passagiere handeln. Over. Gibt es irgendwelche Kampfspuren? Negativ. Ich gehe jetzt unter Deck. Seien Sie vorsichtig, X. Ich werde gehen, X. Ich gehe mit ihm, Ma'am. Sie haben gehört, was der Captain gesagt hat.
Hier unten ist niemand, Ex. Hier ist keine Menschenseele. Ex! Das Beiboot fehlt. Die Befestigungsgurte sind noch auf dem Dach, aber das Boot fehlt. Charlie 2 hier, X-Ray 2. Wir haben die Durchsuchung beendet. Es ist niemand an Bord. Und das Beiboot des Schiffes fehlt. Charlie 2, X-Ray 2 hier, Bravo 2. Es liegt ein Beiboot am Strand. Over. Sir. Kommen Sie zurück, X. Over. Verstanden. Out. Zurück zum Schiff. Die Landzunge ist über eine Straße nicht erreichbar, aber es gibt zwei Sehenswürdigkeiten für Touristen, die mit dem Schiff kommen. Das sind die Wasserfälle hier und die Höhlen. Beides ist zu Fuß erreichbar. Okay, wir bilden zwei Vierergruppen, voll bewaffnet, vorzugsweise mit je einem Sanitäter. Sir, ich kann die Kleine nicht allein lassen. Die Geburt geht schneller voran, als ich angenommen hatte. Und wie schnell? Naja, sie will pressen. Früher oder später wird sie das nicht mehr alleine schaffen und dann heißt... Bestellung halten. Swain, Sie bleiben bei der Kleinen. Wir schaffen es auch mit einem Sanitäter. Sir. Ex, ich möchte, dass Sie auf dem Schiff bleiben. Sir, ich bin nicht der einzige weibliche Offizier an Bord. Darum geht es mir nicht. Aber wenn etwas schiefgehen sollte, sind Sie die Einzige, die das Kommando übernehmen kann. Und Ex, stellen Sie sich auf Verletzte ein. Beide Boote stehen bereit, Sir. Roger, Buff. Es geht los, Neff. Bereiten Sie schon mal die Kojen vor, für den Fall, dass es Verletzte gibt. Swain, brauchen wir noch medizinische Hilfsmittel aus der Offiziersmesse? Ja, Ma'am. Und ein paar Extradecken, bitte. Komm schon, atme. Ich atme doch, du Idiot! Wenn ich nicht atmen würde, wäre ich bereits tot. Okay, entspannen Sie sich. Haben Sie schon mal von der Fahrertechnik gehört? Okay, fein. Atmen Sie weiter und entspannen Sie sich. November 2 hier, Charlie 2. Nerv, wir haben jetzt ungefähr 2 Kilometer zurückgelegt. Haben bisher keine Fußspuren entdeckt. Wie sieht's bei Ihnen aus? Over. Hier November 2. Wir verfolgen eine scheinbar frische Spur. Aber bisher noch niemand in Sicht. Ganz schön aus der Puste, E.T. Was meint ihr? Bringt die Suche was? Die Jungs denken, der CEO jagt ein Phantom. Der Captain weiß schon, was er tut. Da oben bewegt sich was, da! Hey, Declan! Hey, alles in Ordnung? Geht's dir gut, Kumpel? Ja klar, warum auch nicht? Wo sind die anderen? Die laufen immer noch den Weg darunter, so langsam wie ein Haufen Schnecken. Hier, November 2. Wir haben sie gefunden. Was hat die Marine hier zu suchen? Ja, was geht hier vor? Ich habe meine Tasche noch auf der Inako. Könnte ich vielleicht zurück und sie holen? Tut mir leid, aber niemand hat Zugang zu Inako. Beruhigen Sie sich. Ich kann Ihnen derzeit leider nicht alle Ihre Fragen beantworten. Also zunächst einmal, warum suchen Sie uns überhaupt? Ich bin nicht befugt, darüber zu sprechen, aber ich muss von Ihnen wissen, wo sich die Crew der Inako aufhält. Da kommt sie gerade angelaufen. Hey! Hey! Stehen bleiben! E.T., nehmen Sie den Linken! Das war's, Freundchen! Gib mir deine Hand! Alles unter Kontrolle, Sir. E.T., alles okay? Alles gut! Und wo ist das Gift? Wovon reden Sie? Sind Sie an dem Plan beteiligt, diese Menschen zu vergiften? Wenn das so ist, erwartet Sie eine Anklage wegen versuchten Mordes. Wovon reden Sie da? Was für Gift? Und weshalb sind Sie abgehauen? Hören Sie, wir haben mehr Leute an Bord als erlaubt und wir dachten, Sie wären deshalb gekommen. Also wenn Sie im Auftrag von jemandem handeln, wovon ich überzeugt bin, tun Sie sich keinen Gefallen, indem Sie ihn decken. Sie werden bestraft und die anderen kommen davon. Sie reden wie ein Cop. Schon öfter verhört worden? Sie sind vorbestraft, oder? Ich arbeite nur für den Veranstalter. Es ist sein Charter. Für Barry Lansborough, Top End Tours? Ja, ganz genau. So wie ich schon gesagt habe.
Was denken Sie? Also für Auftragskiller ziemlich cool. Und Sie sind sich wirklich sicher bezüglich des Giftes? Sicher bin ich mir bei gar nichts. Jetzt nicht mehr. NEVCOM ist bereits dabei, Top and Tours zu überprüfen. Hören Sie, Sir, es war genau die richtige Entscheidung, die Inako zu suchen. Egal, was auch passiert, es war richtig so. Swain! Ich glaube, Briny ist soweit. Nun, das Gute ist, Ex, dass die Leute gesund und munter sind. Wow, hey, 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 aber schlecht ist, dass sie alle hungrig sind. Verzeihung, mein Asthma-Spray ist leer. Und hast du noch eins? Ja, auf dem anderen Boot, in Moms Handtasche. Declan braucht es wirklich dringend. Ex, ich könnte sie hinfahren, das Beiboot liegt bereit. Okay, E.T., würden Sie die beiden bitte in die Offiziersmesse bringen? Wie sieht Ihre Tasche denn aus? Sie ist schwarz und groß, sie liegt dort bei allen anderen. Okay, danke. Hier entlang. Die ruhigste Ecke ist wahrscheinlich da hinten links. Okay, danke. Unser Executive Officer holt das Spray in diesem Moment. Es wird nicht lange dauern. Ja, vielen Dank. Also, mein Liebling, setz dich hin. Ganz ruhig. So ist es gut. Braver Junge, so ist es gut. Die Feds werden innerhalb einer Stunde da sein, um die Inako zu übernehmen. Wenn es Gift an Bord gibt, werden sie es finden. Wurde Top and Tours bereits überprüft, Sir? Der Laden ist leer. Die Nachbarn sagen, dass er schon vor einer Weile geräumt wurde. Ich wünschte, ich hätte mehr Informationen, Mike, aber das ist im Moment alles. Roger, Sir. Wie lange wird sie denn noch brauchen? Ohne sein Spray wird er innerhalb kurzer Zeit einen heftigen Asthmaanfall kriegen. Nein, sie wird bestimmt nicht mehr lange brauchen, okay? Spider! Entschuldigung, Sir. E.T. möchte Ex eine dringende Nachricht per Funk schicken. Wieso das? Wo ist der Ex-O? Ich glaube, sie ist auf der Inako. Sie wollte ein Asthma-Spray für einen Passagier. Sie macht was? X-Ray 2 hier, Charlie 2, over. Charlie 2 hier, Bravo 2, over. Buff, was zum Teufel machen Sie auf der Inako? Ex, wir sollten lieber zurück. Okay, okay, nur eine Minute. Swain! Ist gut. Briny, setz dich, Briny. Hör zu. Also, Briny, das Baby will raus, ja? Also, bei der nächsten Wehe musst du pressen. Alles klar? Ich glaube, ich muss mich übergeben. Okay, alles klar. Ich brauche einen Eimer. Wo ist Declan, der Junge mit dem Asthma? E.T. hat sie in die Offiziersmesse gebracht. Ich brauche einen Eimer. Sagen Sie dem Captain, dass er dringend zur Offiziersmesse kommt. Ein Eimer, ich brauche einen Eimer! Hier ist ein Eimer. Hier, nehmen Sie. Atmen. Nehmen Sie. Okay. Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht, Sie würden gar nicht wiederkommen. Ex? Sir? Das Gift befindet sich an Bord der Inako in Wasserflaschen. Sie haben es gesehen? Ja, Spring Island Wasser. Zwei Paletten von dem Zeug standen unter einer Plane auf dem Hauptdeck. Spring Island Wasser? Hier, trink einen Schluck davon, Kleine. Nein, nicht trinken, auf keinen Fall. Spuck es aus. Was? Spuck es aus, raus Was? Damit. Her damit. Spuck es aus, los. Mach den Mund auf. E.T., ich brauche frisches Trinkwasser. Mach auf, ich wisch dir den Mund ab. Und nochmal, spuck nochmal. Na los, ja. Was? Ah, verstehe. Sie machen mit Touristen eine lange Wanderung, damit ihnen heiß wird, sie müde und durstig sind. Dann geben sie ihnen das eiskalte Wasser auf dem Boot. Sir, er ist etwas kurzatmig, aber es könnte auch am Asthma liegen. Es kribbelt in seinen Fingern und übel ist ihm auch. Aber er wird wieder? Ja, er sagt, er hatte das Wasser im Mund, aber nicht runtergeschluckt, also hat er nur wenig Gift aufgenommen. Okay, behalten Sie ihn im Auge, Chef. Na klar. Auf diese Art und Weise verteilen Sie das Gift. Sind Sie Commander auf Ihrem Schiff? Executive Officer.
Highland Spring Mineralwasser. Ja, das schmeckt sehr gut. Ich würde Ihnen gerne eine Flasche anbieten, aber der Container ist nicht gekühlt. Sir? Sir? Das Etikett habe ich schon mal gesehen. Es gab hunderte dieser Flaschen in einem Container auf der Pacific Mariner. Rick Gallagher. Kleiner Mann. Hallo. Ich lasse es mir tätowieren. Jim Boy. James ist ein schöner Name. Es soll Glück bringen, wenn ein Kind an Bord eines Schiffes geboren wird. Sehen Sie bloß, wie süß er ist. Klar ist ja, dass er kommt nach mir. Gut, dass ich aus dem Knast abgehauen bin. Denn es ist der schönste Moment meines Lebens. Das ist ganz schön hart, oder? Er ist gerade Vater geworden und muss zurück ins Gefängnis. Scheint ihn nicht sehr zu stören. Ja, so freut sich eben ein junger Vater. So wie du bald. Nein, wohl eher nicht. Sie hatte letzte Woche eine Abtreibung. Oh, E.T., es tut mir leid. Ich sollte manchmal besser den Mund halten. Hey, Ro! Gibt es was Neues von Swains Frau? Ja, ich habe vor 20 Minuten eine Mail bekommen. Oh. Und? Willst du nicht näher kommen und deiner Tochter Hallo sagen? Ein Mädchen? Alle haben gesagt, es würde ein Junge werden. Nun, du hast eine Tochter. Das kannst du ruhig glauben. Ihr Name ist Chloe. Chloe. Und wie geht's jetzt weiter, Sir? Tja, wir werden Gallagher und sein Schiff finden, bevor sie das Gift weiterverkaufen können. Und wird die Hammersley beteiligt sein? Nun, kommt darauf an. Sie waren schließlich mit Ursula Morell befreundet. Wollen Sie mir unterstellen, dass ich davon irgendetwas wusste? Sie hat ihn gemailt. Also müssen Sie eine Beziehung zu ihr gehabt haben. Greg, Moment mal. Ich kenne Lieutenant Commander Flynn bereits seit Jahren und halte ihn für absolut vertrauenswürdig. Dann wären Sie also gleich morgen früh zu einer Befragung bereit. Natürlich. Ursula. Konntet ihr sie retten? Die Menschen von dem Boot? Ja, das konnten wir. Wo warst du eigentlich? Was zum Teufel ist los? Mike, du musst mir glauben. Als Lisa und ich anfingen, für Gallagher zu arbeiten, dachten wir, dass wir lediglich eine giftige Krebsart erforschen. Das ist also die Verbindung? Deshalb wurden meine Männer krank? Aber dann verlangte er, dass wir das Gift extrahieren und konzentrieren. Und naja, ich habe keine Fragen gestellt. Lisa hat dann herausgefunden, was er vorhat. Daraufhin tötete er sie. Du hast ihn nicht angezeigt. Warum? Weil ich zu tief drin steckte und ich dachte, er würde auch mich umbringen. Kann ich heute Nacht hier bleiben, bitte? Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ursula.